Wie schaut es denn gerade hier so aus? Da kann ich was kaufen. Immobilie Downtown Cap 200.000. Ja, okay. Kann man gerade machen. Oh, was ist denn mit meiner Stimme los? Die kratzt gerade ein bisschen ab. Da ist ein Schrottplatz. Landeplatz von Vespucci. Yachthafen von Puerto de Sol. Was haben wir da unten? Hangar am LS International. Hangar. Wir können zum Psychiater gehen. Ne, garantiert nicht. Ich zahle nicht wieder $500 für Dinge, die mir nichts bringen. Was habe ich das eigentlich? Garage in Winewood. Ach, das ist die für 30.000. Wie viel Geld habe ich überhaupt gerade? Habe ich immer noch nicht das Geld vom Dingens bekommen. Vom, na, wie heißt er? Lester, jetzt da. Gott, meine Stimme wird gerade immer schlimmer. Einen Moment. So, ich hoffe, meine Stimme passt jetzt einigermaßen wieder. Ich habe ein bisschen ausgehustet, wie man es auch immer nennen möchte. So. Ah, weitere Aufträge. Wir können. Trevor ist jetzt dort und, kann man da Trevor-Aufträge machen? Oder wir machen mit Federal Investigation Bureau. Ah, da können wir vielleicht gleich mal hin mit Michael. Was wahrscheinlich nicht ganz schlecht wäre. Neuer Kontakt, Trevor. Was mich immer interessiert hat, kann man nicht mir eigentlich ein Auto rufen? Wenn der Luftschiff Dave. Okay, ich kann mir ein Taxi rufen. Notfalldienst, Franklin, Jimmy, Lester, Martin, Marianne, Ricky, Tracy, Trevor. Taxi. Taxi ist auch wirklich nur das höchste der Gefühle. Dann klaue ich mal den Ka. Die Haftbombe ist jetzt im Ammunitionladen vor Ort erhältlich und das zu unglaublichen. Ah. Warte, warte, warte. Wait for it, wait for it. Preisen! Wir führen jetzt auch Benzinkanister in unserem Abomination-Läden. Das ist bestimmt toll für Trevor. Ich habe hier noch Haufen Zeugs, Mods. Turbolader und Fahrgestell. Achso, okay. Was haben wir hier? Neue Ware. Bolt Action. Achso, ich kriege ja die gleichen Nachrichten wie Trevor wahrscheinlich. Karabiner. Was machen eigentlich meine Aktien? Fällt mir gerade so ein. Ich glaube, die sind wahrscheinlich jetzt voll im Arsch oder so. Ein Moment. Finanzen und Dienste. Gib mir mein Portfolio. Oh, Gewinn. Nee. Ist gerade nicht so gut. Scheiß doch, die Wand dann ist gerade alles schlechter geworden. LFS. Stimmt, wenn ich gewusst hätte, was da das Gegenteil davon ist, dann hätte ich Dingens dagegen wetten können und dann hätte ich wahrscheinlich fetten Gewinn gemacht. Na, so gehe ich wieder raus. Okay. So läuft das hier so ein bisschen. Man kann mich so gegensätzlich Lester anrufen lassen. Okay, ich nehme einfach mal Lester an. Hey Lester. Mike, hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Ah, thank God for that. Yay! Ja, so lasse ich mir das loben. 200.000. Ehrlich gesagt, leider ein bisschen zu wenig, weil ich habe mal geschaut, wenn wir alles bekommen hätten und auch den teureren Ding genommen hätten, dann hätten wir die 700.000 bekommen. Ja, ich werde nie wieder an den Leuten sparen. Egal, um welchen Job es geht. Wenn es bloß ums Kloputzen geht, da werde ich, will ich auch den besten Mann, die beste Frau, wie auch immer. Nur noch die besten Leute engagieren, das geht nicht. So, Radio aus. Will nichts mehr hören. Bin grad sauer. So. Was ist denn das für ein Wagen eigentlich? Der dreht ja voll auf. Ist das irgendwie ein Elektrowagen? Was sind das eigentlich? Shovel Surge, Limousine, aha. Also der Motor hört sich irgendwie strange an. Was ist denn das bitte? Maze Bank, ein neuer Konto. Das ist ein. Liegt für Sie bereit. Warte mal, Kinders. Ich muss hier mal. Lass dich mal hier aus dem Straßenverkehr raus. Ich mach mal kurz parken und hier mal alles lesen. Was alles prasselt gerade auf mich ein? Martin, habe deine Zahlung endlich erhalten. Das Haus wird schon bald wieder in seinem galten Glanz erstrahlen. Es gefällt mir, dass du zu seinem Wort stehst. Vielleicht bekommen wir da Aufträge später. Wer weiß das schon? Beschreibungsgas, Lieferung vor allem. Lieferung. Und ich habe eine neue E-Mail.
Neuer Kontoauszug. Ein neuer Kontoauszug liegt für Sie bereit. Auf Ihrem Konto wurde eine Überweisung von Coimin Offshore PLC verbucht. Hier der Link zu Ihren aktuellen Umsatzanzeige. Der Überweisende möchte ungenannt bleiben. Kann ich hier irgendwie den Link nehmen? Macebank? Macebank.com. Die hat eine eigene Internetseite? Entschuldigung, das muss ich hier gerade mal schauen. Finanzen und Dienste. Macebank.com. Kontobewegungen ansehen. Lester Crest. Boah. Aktienhandel. Minus 1000 auf Urban. Minus 120. Praxis Dr. Friedlander. Achso, das war gezahlt. Das ist bekommen. Das ist den letzten Tag. Was ist denn das hier? Telefonier doch nicht so laut. Das mache ich doch auch nicht. Warte. Verarscht. Überfahre ich ihn doch nicht. So. Jetzt lass mich doch hier aus. Oh. So, ist das schlimmer als im GTA Online. Ey, der Wagen geht ja mal gar nicht. Sorry, mich stört irgendwie das Geräusch. Ich brauche einen Wagen. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Sind wir heute anspruchsvoll oder nicht? Der schaut doch nett aus. Dann nehmen wir ein Motorrad. Nein, bleibst du stehen! Bleib stehen, du Lump! Nein, nein, warte, warte, den will ich nicht, den will ich nicht, den darf ich wieder haben. Ich habe was Besseres gesehen. Uah, will haben. Das ist ein Mini! Ist er süß? Minifahren! Minifahren! Hui! Entschuldigung, ich habe kein Wort Spanisch verstanden, ich spreche leider kein Spanisch. Was war gerade so lustig? So, irgendwie habe ich heute gerade viel Spaß in der Aufnahme. Ach ja, GTA 5 macht auch gerade ziemlich viel Spaß. Deswegen nehme ich hier irgendwie gerade extra auf, obwohl ich von der letzten Aufnahme noch keine einzige Folge überhaupt veröffentlicht habe. Weil es einfach noch nicht nötig war, aber irgendwie macht es Spaß. Das finde ich voll cool. Also der Motor ist auch nicht gerade viel besser, das hört sich auch an, das wäre irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie kein richtiger Motor. Der ist irgendwie zu leise, das hat es nicht, dieses tiefe Brummen. Das fehlt mir gerade so ein bisschen. Das ist viel zu leise, viel zu, ich weiß nicht. Was ist mit mir los heute? Mich stört das Motorengeräusch und deswegen suche ich mir einen anderen Wagen. Bin heute komisch. Vielleicht liegt es daran, dass wir auch schon recht spät haben, ich weiß nicht mal wie viel Uhr. So, und ich muss morgen früh eigentlich raus. Ist mir aber wurscht, ich will jetzt GTA spielen. Wo muss ich denn hier eigentlich hin? Warte mal, das geht ja mal so nicht. Einen Moment. Muss ich da jetzt irgendwie den Berg hoch? Muss mal. Ja, mit dem Mini den Berg hoch. 3000 PS stecken in dem kleinen Kraftwerk. Ach du Scheiße, was ist das für eine Steigung? Das ist über 100%. Ja, das dürfte ungefähr 60 Grad sein, das wären dann 170% Steigung. Ja, das war nicht gesund, wie man hier jetzt gesehen hat. Man erkennt es vielleicht an dem etwas ausgegrauten Bildschirm und an der Nachricht, dass ich außer Gefecht bin. Aber das weiß nicht, bin ich mir nicht ganz sicher. Verdammt. Ich glaube, man kommt noch... Oh Gott, meine Stimme kratzt gerade wieder ab. Ich glaube, man kommt eventuell hinten rum rauf. Das heißt jetzt ein bisschen falsch in dem falschen Kontext. Ihr wisst, was ich meine. Was? Es kostet 5000. Ich glaube, es hackt. Oh, netter Wagen. Der fährt aber zu schnell weg. $5000. Sind das für Ärzte? Was haben die an mir gemacht? Das ist ein nicer Wagen. Rapid GT Sportwagen. Also wenn es damit nicht klappt. Ein Infernus. Sabber, Infernus. Warte. Einen Moment. Nein! Nein, 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 nein. Ah, wir halten sogar an. Wie doof. Na Ladies, der Wagen ist beschlagnahmt. Das ist ein Infernus. Geiler Scheiß. Habe ich am Auspuff verkannt. Gibt's auch im GTA 4 so. Woo!
wie geil ist der Wagen? Oi, geil, scheiße. Moment, muss kurz. Ich glaube, hier hinten rum kann man drauf. Ich probier's mal zumindest. Machen wir nämlich hier jetzt den Weg. Was ist mal da? Wow, geil, Infernos. Wow. Wie geil ist das denn? Boah. Huch, Tracy? Hey, Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Never after that boat thing. Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! Baby, what are you doing? The neighbors are gonna see this. Das sind nicht nur die Nachbarn, sondern auch. That's it. Walk away like you always do. Hey, you. Listen, can you give me a ride? My wife's gone crazy. I'll throw some dollars your way. Yeah, I would if I had a vehicle to give you a ride in. Let me see what I can do. Ach, ich nehme mal einen kleinen. I'll wait here and take a good long look at my life strewn all over the front yard. Thanks, man. Just let me grab my favorite iron. Just not getting that. What a mess. A really great wardrobe out for all to see. Whatever. I can't deal with it right now. Can you drop me off at the golf club in Richmond? At least I know I'll be welcome there. So, you're just gonna leave all your stuff in the driveway? Yeah, I'm not giving her the satisfaction of cleaning that. I'll go to the club, get a few drinks in me, and hope either her meds have kicked in or the gin is worn off by the time I get back. I appreciate you doing this, by the way. I know it's kind of a weird one. What's your name? Michael. Good to meet you. I'm Castro. What is that? Italian? Spanish? Pure wasp, I'm afraid. My sister's called Muffy, so I think I got off lightly. Okay. So, what was that all about? Just the usual psycho female stuff. She thinks I've got another woman on the side. And do you? That's not the point. She doesn't know that I have one. Okay, guy to guy now. I have a very strict code. Only on out-of-town trips, no real names, a dead trail. That's a gentleman's way, right? I don't know. If you just drop me off at the entrance here, that'd be great. I don't know. There you are. I'm not that careful. Then again, neither is my wife. Thanks again. Hey, we should play golf sometime. Come by the club. I'm here most days. Kasse wird bald fürs Golfspiel verfügbar sein. $80, der war ja sehr spendabel dafür, dass ich ihn hier durch die halbe Stadt kutschiert habe. Okay, halbe Stadt ist übertrieben, aber ihr wisst das nicht. So, stimmt, Golfspielen können wir auch mal. Man kann einen Golfclub kaufen? Wie viel kostet? Ich will, Gott, will ich wirklich wissen, wie viel das kostet. Tue ich mir das jetzt an? Ach, schlappe 150 Mille. Das zahle ich aus meiner Portokasse. Ich glaube, ihr spinnt doch. 150 Millionen. Jetzt weiß ich, warum wir Banküberfälle machen. Warum diese ganzen Hates hier geplant sind. Die Preise sind ja hier astronomisch, möchte ich mal fast sagen. Ist das überhaupt realistisch? So viel Geld sammeln sich da? 150 Millionen? Ich glaube, das ist bestimmt das teuerste, die teuerste Immobilie im Spiel. Ich hoffe mal, dass es die teuerste ist. Wenn noch mehr? Ich glaube, ich werde nicht mehr. Aber der Infernus ist echt nice. Der fährt sich ultra geil. Der bremst ziemlich gut ab. Den müsste ich irgendwie abspeichern. Müsste ich in die Garage dann später stellen. Ich hoffe, ich behalte ihn jetzt noch, wenn ich da jetzt hochfahre. Ich hoffe, der bleibt auch überhaupt immer da. Ich hätte es ja gerne so, aber ich glaube, das ist nicht so hier gemacht. Dass ich mir in die Garage stelle, dass der dann immer wieder in die Garage auftaucht. Selbst wenn ich damit dann rumfahre und ihn irgendwo anders stehen lasse. Aber ich glaube, so ist das hier nicht. Schade eigentlich. Das haben sie in Saints Row. In Saints Row 3 fand ich das viel besser. Weil da konnte man immer in der Garage ein Auto aussuchen. Wenn ich es mal irgendwo draußen zu Schrott gefahren habe, dann stand es auf einmal wieder da. Okay, es ist nicht wirklich logisch. Aber fucking scheiß auf fucking logik. Ich will das Auto behalten. Ich will es jetzt nicht in der Garage vergammeln lassen. Oh, wir fahren auch sonst so geile Wagen rum. Oh.
Das ist halt wie heißen das? Rockford Hills. Ne, Winewood Hills sind es hier. Mount Winewood? Ach, egal. Hier fahren einfach geile Karren rum. Wie geil ist das? Ob es wieder auch so eine Automission gibt, wo man einfach Autos einsammeln kann und abliefern? Das gab es in Vice City, das gab es in San Andreas, das gab es sogar in GTA 4, auch ein bisschen versteckt für Brucey. Ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht im LP. Oder wenn dann bloß ein oder zwei Wagen. Ich glaube, ein Motorrad ist, glaube ich, auch da dabei. Ich glaube, das haben wir da so gar nicht richtig ausgenutzt. Ich hoffe, das ist hier auch wieder dabei. Ich glaube, so ein Wagen gibt da richtig fett Kohle. Oh, die schaut nach einem Cheater aus, obwohl ich mir nicht sicher bin. Also der Wagen vor uns. Weiß es nicht. So. Packe ich da jetzt und lauf rüber. Ach komm, ich bin heute so. Bin heute faul. Wo muss ich denn hier eigentlich hin? Ich steck doch raus. Oh, das ist aber schon ein geiler Wagen, der Infernus. Schrammel. So. Wo muss ich denn da jetzt hin? Muss ich da rauf? Nee, das ist zu. Da muss ich auf die andere Seite. Da hätte ich sowieso nicht hinfahren können. Ich glaube, das wüsste ich mal. Hey, sorry. Entschuldigung. Voll so gemacht hier. Jetzt haben die da voll die Panik, nur weil ich Animal so ein bisschen angetatscht habe. Unglaublich. Muss ich hier oben hin oder ist der Typ da unten? Auf jeden Fall ist es hier in der Nähe. Was liegt da? Was ist das? Achso, das gehört hier zur Deko, okay. Ah, da ist er.